So, also die Perle hat mir gesagt, noch weiter da lang. Das ist super. Das Auge, meine ich. Und das Enderauge ist echt nicht mehr runtergefallen? Nö. Das Enderauge ist weg. Scheiße. Wenn wir jetzt echt 12 brauchen, was durchaus passieren kann, dann muss ich echt noch so lange gucken, bis wir noch einen Enderman finden. Aber ich habe ja auch genug Lohn geschlachtet, sodass wir dann auch genug Dingsrods haben. Moment. Hier? Das war nämlich eigentlich das Zeichen, dass es hier jetzt ist. So nah an der Basis. So weit weg war das doch jetzt gar nicht. Ich hätte mir echt gedacht, das wird eine längere Reise. Aber okay, ist gekauft. So. Ich werde jetzt aber auch ein bisschen schlau bauen. Und zwar möglichst nah an dem ersten Punkt, den er, wo er hier explodiert ist, so nach Motto. Wo die Perle so abgegangen ist. Wenn hier jetzt doch nichts ist, dann habe ich das gerade nur fehlinterpretiert und wir buddeln uns ganz umsonst in die Erde. Aber das war eigentlich schon eigentlich das eindeutige Zeichen dafür, dass das Ding hier ist. Dum, dup, dup. Dup, dup, dup. Aber ich meine, so weit sind wir eigentlich gar nicht gelaufen, ne? So weit sind wir jetzt nicht weg gewesen. Ah, nicht weiter hier. Hier runter. Und ehe ich jetzt noch ein Enderauge verschwende, buddel ich mich lieber erstmal hier runter und dann gucke ich mal, wo hier was ist. Weil irgendwo muss ja was sein. Dab, 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 dab. Irgendwann muss doch hier mal was sein, ich bitte dich. Gut, jetzt ist das Ding natürlich auch ziemlich weit in der Erde. Aber ich buddel mich mal trotzdem eher seitlich mal kurz, um zu gucken, ob das hier vielleicht irgendwo ist. Dieses nette Portal. Ich habe mich jetzt auf eine epische Weltreise irgendwie vorbereitet. Und was ist dann? Das Auge zeigt mir hier schon an. Guck mal, da ist was. Also hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Ich buddel mich mal dann doch wieder hier so runter. Bam, bam. Dup, dup. Dup, dup, dup. Weil meistens ist es doch eigentlich irgendwie... Ich glaube, es sollte immer ungefähr 600 bis 1200 Felder vom Zuhause entfernt sein. Aber das war jetzt relativ nah sogar. Das waren, glaube ich, nicht mal 600 Schritte. Yay, wir haben Gold gefunden, Leute. Zu Gold in der Wand sage ich doch niemals nein. Und stecke es mir dann auch gleich noch ein. Gute Idee, dass ich an der Stelle nochmal ein Auge geworfen habe. Hahaha. Wortwitz war nicht mehr beabsichtigt. Ah, ich höre schon Zombie. So, habe ich die Musik kurz nochmal leiser gemacht, damit man das eventuell ein bisschen besser raushört. Ja, er kommt näher. Das Röcheln ist schon fast bei mir. Ja, ich weiß, die Ärzte machen gerade keinen Sinn, dass ich die abbaue, aber das ist so dieser alte Minecraft-Instinkt. Auf der linken Seite war jetzt gerade der Zombie.
Bedrock. Super. Ich habe mich schon so weit runtergegraben, dass wir am Bedrock angekommen sind. Na, mal gucken. Vielleicht hat mich das auch nur in die Irre geführt. Das Auge, sage ich mal. Und ich habe das fehlinterpretiert, was der mir da angezeigt hat. Aber das hier sieht auch mehr nach Schienensystem aus. Hier. Minensystem. Da wartet ein einsamer Creeper auf uns. So. Essen wir erstmal ein bisschen Fisch. Dann geht's hier durch die Höhle. Und ja, ich mache sie nochmal an. Tada! Ich mag sie zwar eigentlich nicht mehr so, aber... Willkommen in einer Höhle. Höhlenplaylist over 9000, too strong. Brauche ich nicht. So, das Ding brauche ich nicht. Die Kohle können wir mitnehmen. Wenn wir hier uns erstmal durch ein Minensystem... Oh, natürlich noch so ein Ding. Ah, ich hasse die Spinnen. Ich hasse sie wie die Pest. Ah! Na, das erschreckt mich denn immer, wenn die plötzlich laufen können. Aber das Diamantzeug, das macht dir eigentlich gut Damage. Egal, was du da aus Diamanten hast. So, weg damit erstmal, bitte. Danke. So. Oh je. Da hinten war gerade noch mein Pfeil, der dann aber einfach mal erloschen ist. Oh, sag mir nicht, wir müssen uns jetzt echt hier durchsuchen. Ehe wir irgendwie nahe dem Portal kommen oder der Stronghold und wie auch immer. So, dann gucken wir einfach mal. Hoffen wir mal, dass das auch was wird jetzt, oder? Eieiei, Creeper, 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 Creeper. Stimmt, ich habe ja Rückstoß. Ach, das ist ein Smaragd. Zu viele Steine. Da war gerade so ein Höhlengeräusch, so ein Wung. Das heißt, hier in der Nähe ist irgendwo noch eine Höhle oder sowas. Ähnliches. Und ich möchte jedem, was ich so an solchen Geräuschen höre, gerne nachgehen. Weil das heißt im Endeffekt nur, hier geht es irgendwo weiter. Und wo es irgendwo weiter geht, das könnte potenziell Stronghold bedeuten. Aber es sieht gerade hier nicht danach aus. Gucken wir mal da lang. Ach, Mann. Ach, ich habe keinen Bock darauf, hier das Gravel abzubasteln. So, dann essen wir erstmal Fisch. So, dann zack. Oh je. So. What the f... Was zum... Das ist ja voll verwirrend hier. Oh je.
Dieses Stronghold zu finden wird doch noch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Haben wir wenigstens am Ende nochmal eine Höhlentour. Nachdem wir ja nicht irgendwie schon Ewigkeiten in der Höhle gewesen sind. Zusammen mit dem Captain. Hey, der Captain. So. Kanchos Corner unbedingt angucken und so. Habe ich ja letztens schon mal gesagt. Bla 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 bla. So, ja, na, geh doch. Danke. So, da zumachen. Okay, das war falsch. Ah, nur da zumachen. So, da. Dankeschön. Ah, cool. Smaragd. Ach. Das ist nervig. Nicht nur das, ich weiß nicht mehr, ob ich meine Diamantensachen denn wirklich bis zum Dings behalte. Weil ich jetzt hier erstmal noch durch so ein riesiges Minensystem wandern muss. Da ist ein Spawner. Erstmal da eine Fackel. Da eine. Wahrscheinlich muss ich mich sogar wieder ein bisschen höher bauen. Da kommt der Spawner ganz gelegen. Da haben wir direkt erstmal ein bisschen was an Action. So, ich komme von dort. Das heißt, da kommt eine Fackel auch auf die rechte Seite. Ja, ja. Biest, du wirst bald besiegt. Das ist keine akkurate Treppe. So, jetzt. So, und da ist der Spawner. Das war's mit dem Spawner. Nope. Nope. Brauche ich im Moment alles nicht. Oh Gott, die Fledermaus. Boah. Hat die mich gerade erschreckt. Mit der habe ich gerade nicht gerechnet, deswegen. So, da nochmal eine Fackel rechts. Uiuiui. Habe ich mich wohl doch ein bisschen zu tief gebuddelt. Hey, Mini-Zombies. Hier ist erstmal nichts. Geht's hier vielleicht weiter? Nee. Baue ich mich vielleicht doch erstmal wieder ein bisschen hoch und gucke dann oben weiter. Aber das war eigentlich das untrügliche Zeichen dafür, dass dort was ist. Gut, jetzt habe ich auch ein bisschen abseits davon gebuddelt, aber trotzdem. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann mal, wenn ich wieder oben bin. Ich weiß, ich hätte jetzt zurückgehen können, damit ich auch den genauen Punkt wieder habe. Aber ich möchte halt auf so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Baue mich mal hier hoch. Da kann ja sein, dass wir an der richtigen Stelle sind. Deswegen werde ich mich hier auch mal ein bisschen in verschiedenste Richtungen bauen. Dass ich nur einfach irgendwie schon unter der Höhle bin oder sowas. Alles, die uns dahin bringt. Das kann ja auch gut sein. Beziehungsweise jetzt nicht mehr da. Also jetzt nicht mehr unter der Höhle, weil ich ja jetzt schon ein bisschen mich wieder hochgebaut habe. Und die kann ja hier überall sein, rein theoretisch. Aber trotzdem. Meine Güte. Das gibt's doch echt nicht.
Wird mir das schon so angezeigt? Ist das schon so weit in der Nähe? Und ich bin trotzdem noch zu blöd, das zu finden. Jetzt habe ich wahrscheinlich wirklich ein bisschen sehr weit abseits gebaut. Aber mal sehen. Und zur Not denke ich mal, dass da unten in der Stronghold irgendwo auch ein Enderman rumläuft, den man denn nochmal besiegen kann. Falls die Enderaugen dann echt nicht mehr ausreichen. Weil jetzt, wenn ich draußen bin, werde ich natürlich jetzt nochmal ein bisschen werfen. Und ein Enderauge verlieren wir dadurch garantiert nochmal. Das heißt, wir haben dann noch 10 Enderaugen. Und ich glaube, 2, 3, wenn nicht sogar 4, sind dann immer noch mit drin. Ich bin eins von den 3 Zahlen. 2, 3 oder 4, genau. Sind 3 Zahlen. Sehr gut. Sehr gut gerechnet, Herr HBK. Das ist wunderbar. So, ist hier garantiert auch nichts noch weiter irgendwo. Sind Sie sich da sicher, Herr Map? I'm the map, I'm the map. So. Da, 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 da. Nischt, nischt, nischt.